Küsst euer Herz, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gehen einfach mal auf Justines Kanal und gucken ihr letztes Video an. Hey Justine, wie machst du das? Verdienst du Geld? Stellt euch das vor, wo ihr sein wollt. Und so zieht ihr die Sachen an. Aber es funktioniert wirklich. Ich habe es in meinem Leben echt schon zu oft erlebt, wenn man wirklich an Dinge glaubt, dass sie dann passieren. Du vibest dann. Und das wollen wir alle. Diesen Glow, das können wir nicht haben, wenn wir unglücklich sind. Fühl da richtig rein. Ignorier das nicht. Fühl da rein. Fühle den Man. Richtig drin fühlen, meine lieben Freunde, ja. Es kann wirklich von einem auf die andere Sekunde kann's vorbei sein. Du kannst dir nie sicher sein, ob du nicht morgen verreckst. Euer eigenes Gefühl. Darauf müsst ihr hören, bevor es zu spät ist. Sie tanzt in mein Video. Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Aber sie fühlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei? Wir ziehen uns mal was rein hier, mal gucken, ob auch das mit den Reactions hier mit dem Internet alles so flüssig funktioniert und läuft. Ich küsse euer Herz, dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. So Leute, und zwar habe ich mir gedacht, wir gehen einfach mal auf Justines Kanal und gucken ihr letztes Video an. Und an der Stelle müsst ihr mir einen Gefallen tun, Leute, ja. Und zwar müsst ihr jetzt alle mal zu Justine, habe ich noch nicht abonniert oder was, habe ich doch vorhin auf dem Handy gemacht. Müsst ihr alle mal auf Justines Instagram oder auch auf YouTube drauf gehen. Und ihr einfach, die einfach zuspammen und ihr schreiben, dass sie weitermachen soll. So, ich habe ihr gesagt, wie kannst du nicht motiviert sein? Du hast 1200 Abonnenten, dein letztes Video vor einem Monat hat 400 Klicks, du hast super viele Kommentare, wo Leute dir schreiben von wegen, ey, ich fühle das, was du sagst. Und vor allen Dingen jetzt dadurch, dass du in meinen Videos auch stattfindest, werden so viele Leute auf deinen Kanal gehen, so. Weißt du, was ich meine? Ich sag das jetzt hier nochmal extra in der Öffentlichkeit, weil ich will, dass sie mehr motiviert ist, da weiterzumachen. Ich sehe sie nämlich als YouTuberin. So, ich sehe sie auf jeden Fall darin und sie könnte auf jeden Fall ein gewisses Geld damit auch verdienen und sich damit freier und unabhängiger machen. So, ich würde ihr das auch gönnen. So, ich würde sie einfach gönnen. Deswegen gehen wir einfach mal in das letzte Video rein. Welches wollte ich mir? Justine Tin Man. Alle Leute, die gerade noch auf YouTube zuschauen, ich werde es auch hochladen, wahrscheinlich auf dem zweiten Kanal. Alle rübergehen, Liebe da lassen und sie voll spammen, dass sie weitermachen soll. Psch, dabei ist ja alles Main. Das ist gefährlich für dich. What the fuck? Tue ich eigentlich mit So, Kamera läuft. Erstes Mal in meinem Leben hier mit dieser Kamera. Und zwar, Leute, habe ich eine Kamera manifestiert. Klingt jetzt strange, ist aber tatsächlich weit. Ihr könntet sogar den Leon fragen, weil der war gestern noch am Start, wo ich meinte, ich brauche eine neue Kamera. Und zack, habe ich eine neue Kamera. Eine Nikon D7000. Da war ich sogar am Start. So, ich wusste das gar nicht. Sie hat mir nicht mal davon erzählt. Oh, das Bild ist komisch. Du warst doch schon am Start. Weißt du, wie ich meine? Warum hast du aufgehört? Fühle ich nicht. Und zwar, ich hatte ja mit dem Leon Lovelock, falls ihr den kennt, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal was von denen gesehen, ein Video gemacht und daraufhin habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Ich habe ja damals schon mal YouTube gemacht. Sogar schön mit Infokarten oben eingeblendet und so. Du bist schon professionell. Lass dich nicht unterkriegen. Weiter da rein, weiter Gas geben. Glaub mir, du wirst eine gewisse Reichweite aufbauen. Aber ich bin jetzt keine YouTuberin. Sieht man ja auch, ne? Ich habe nicht wirklich viele Abonnenten. Früher war es so, dass ich auf Mallorca gearbeitet habe und ganz viele Leute immer nachgefragt haben über meinen Lifestyle, ne? Hey Justine, wie machst du das? Verdienst du Geld? Was ist mit deiner Krankenversicherung? Ja, das ist die erste Frage, die ich eigentlich gestellt bekomme, bevor mich irgendwer irgendwas anderes fragt, so. Der mitbekommt, dass ich auf Mallorca war oder auch in Mexiko. Ne, die Deutschen denken ja immer sehr voraus. Ich habe Nachrichten bekommen von euch, wo man Lautstärke. Sagt, hey, Justine, ich feiere deinen Lifestyle, ich finde es richtig cool. Oder auch euren, ne? Leon ist ja auch in Mexiko jetzt. So, und die sagen dann, hey, richtig cool, was ihr macht und nice. Und ich würde auch gern aber und ich will auch dies und aber. Sogar mit so Einblendungen und so ein Shit, Justine, du bist next level, du bist sogar krasser als ich, was Editing angeht. Immer so ein Aber, ne? Und keiner traut sich wirklich. Und ich dachte mir, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass du dich zum Beispiel traust, den ersten Schritt zu gehen. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich weiß auch, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt, dass gerade, sage ich mal, deutsche Mentalität, ja, sich nicht traut, out of comfort zone zu gehen. Das Problem ist, dass die meisten in Deutschland wirklich zu weit vorausplanen. Bro, macht das Fenster bei OBS neu, ist schlechte Quali. So, Freunde, müsste perfekt sein jetzt.
Ich küsse dein Herz. Wenn du jetzt schon anfängst zu planen, was passiert, wenn dies oder jenes passiert, zum Beispiel, was machst du, wenn du krank wirst? Was machst du, wenn du doch keinen Job bekommst? Was machst du, wenn dir es doch nicht so gut gefällt? Was machst du, wenn du Heimweh hast? Was machst du, wenn alle Leute irgendwie kacke sind und du dich unwohl fühlst? Oder was auch immer. Man denkt schon, was könnte passieren im schlimmsten Fall überhaupt, ja? Davon geht man schon aus. Und genau dieses Gefühl wird dich hemmen. Es wird dich stoppen, dein Traum zu leben. Es wird dich daran hindern. Zweifel halt, ne? Kann ich auch ein Lied von singen. So, immer machen, bevor du anfängst, zu viel nachzudenken. Tu es einfach. Genauso wie du, Justine. Einfach YouTube durchziehen. Eine mutige Entscheidung zu treffen. Wenn du dir jetzt sagst, hey, ich habe zwar keine Ahnung, wie alles laufen wird, aber ich fühle, dass ich immer einen Weg finden werde und eine Lösung, um eine bestimmte Situation zu meistern. Wenn du das denkst, dann wirst du gehen. Und dann wirst du komplett mit einem guten Gefühl alle Challenges meistern, die dir in den Weg kommen. Denn es ist egal, wo du bist, ob du in Deutschland bist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die sie hier auch anspricht, mit diesem positiven Denken über sich selber und dass alles irgendwie funktionieren wird, egal wie schlecht es gerade scheint, egal wie viele Probleme kommen könnten, dass du dir einfach selber sagst, du bist stark genug, du denkst positiv, du bist gut genug und du wirst es alles meistern können. Das alleine wird die Probleme, die kommen, einfach schmälern. So. Sehr guter Hinweis. Oder woanders. Es wird immer irgendwas kommen, was dich so ein bisschen aus der Bahn, was dich so fickt, könnte, ja? Was du all deine Hoffnung nehmen kann. Es kann immer irgendwas, würde ich jetzt sagen. Wenn du aber einfach Vertrauen darauf hast, dass am Ende wirklich alles gut wird, dann wirst du es auch schaffen. Und das ist das, was ich dir sagen will. Plane nicht zu weit. Hab Ziele. Setze dir zum Beispiel in den Kopf, hey, du möchtest so und so viel Geld sparen oder du möchtest am Meer leben oder du möchtest coole Connection machen oder du möchtest dich beruflich weiterbilden. Mach das, plan das, aber nicht direkt. Also die Ziele sind klar vor Augen. Ich habe auch meine Vision Board. Ich schreibe mir alles auf. Wenn ich irgendwas irgendwie umsetzen will, schreibe ich mir das auf, zum Beispiel neue Kamera, schreibe ich mir das auf. Ich habe eine neue Cam. Oder wenn ich YouTuber werden will zum Beispiel, dann schreibe ich mir auf, ich bin erfolgreicher YouTuber. Oder wenn ich reisen möchte, dann schreibe ich mir auf, ich reise nach New York. Oder was? Das Aufschreiben ist auch nicht zu unterschätzen, Freunde. Ja? Wie Justine so schön sagen würde, manifestieren. Also damit manifestiert ihr das auch. Was sehr auch dabei hilft, ist einfach, sich das richtig vorzustellen. Und sich nicht so vorzustellen, als ob es ein Traum wäre, sondern Realität. Stellt euch das vor, wo ihr sein wollt. Wenn ihr Schauspieler sein wollt, stellt euch vor, wie ihr schon in diesem fucking Film mit dem oder dem anderen Schauspieler mitspielt. Und so zieht ihr die Sachen an. Ja? Das hört sich jetzt für manche Leute einfach so spirituelles Scheißgelabermäßig so. Aber es funktioniert wirklich. Ich habe es in meinem Leben echt schon zu oft erlebt, wenn man wirklich an Dinge glaubt, dass sie dann passieren, dass man das nicht mehr von der Hand weisen kann. Es geht. Es funktioniert. Man kann sein eigenes Leben mit seinen eigenen Gedanken steuern. Und so. Nur die meisten Menschen sind einfach halt, Mann, Digga, die können gar nicht mehr auf ihr eigenes richtiges Gefühl hören. Die können sich selber auch gar nicht mehr richtig vertrauen, weil es einfach zu gemüllt ist von irgendwelchen Meinungen, von irgendeiner Scheiße auf Social Media, von irgendwelchem, dem muss ich es recht machen, das muss ich recht machen, sodass man gar nicht mehr richtig auf sein eigenes Gefühl hören kann. Aber glaubt mir, es funktioniert. Wenn ihr auf euch hört, ihr werdet immer für euch das richtige Gefühl bekommen und ihr werdet immer alles erreichen können, was ihr euch für euch vorstellt, Mann, Digga. Lasst euch das nicht ausreden von irgendwelchen Leuten, die sagen, nein, nicht jeder kann alles erreichen und bla bla bla. Doch, jeder kann alles erreichen, was er sich vornimmt. Jeder. Was auch immer es ist eigentlich. Ich möchte einen Van haben. Ich habe mir gesagt, bevor ich meinen Van hatte, also wenn ihr das Video mit Leon gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich teilweise in einem Van lebe. Also wirklich nur teilweise. Ich habe mein Apartment hier in Cancun. Alles cool. Ich mag das auch. Nur manchmal brauche ich so ein bisschen Abenteuer. Und ich feiere das dann, wenn ich mal so für 10 Tage, eine Woche oder so nach Tulum fahre oder nach Playa, so ein bisschen auf der Straße viel mich aufhalte. Weil wenn du in einem Van bist, bist du halt viel draußen, bist du halt nicht viel zu Hause. Und das mag ich, weil dann wieder... Das ist crazy. Dicker, das finde ich so crazy. Dinge passieren so. Du ziehst dann wieder so geile Lebensumstände an, connect
merkt es viel mehr Menschen, weil du ja viel mehr sozial draußen unterwegs bist. Ich gehe immer jeden Tag trainieren, sitze viel in Restaurants und Coffeeshops und arbeite an meinem Computer und so eine Sachen, ne? Und es heißt jetzt auch nicht, nur weil ich jetzt so lebe, wie ich lebe, dass es dein Ziel ist, so zu leben. Absolut gar nicht. Es geht nur darum. Ich finde das krass, Digga. Das ist auf jeden Fall eine harte Challenge für so einen Typen wie mich, Bruder. Oh mein Gott. Also das wäre nichts für mich, glaube ich. Dieses Van-Lifestyle, so im Auto pennen und dann die ganze Zeit draußen zu sein, kein Zuhause zu haben. Okay, wenn du weißt aber, dass du nach einer gewissen Zeit wieder zurückgehst, könnte es auch spannend sein. Aber ich glaube, ich wäre nach 2 Tagen nicht... Bro, ich gehe allein in der Nacht, gehe ich 5-mal pissen. Nein, okay, so ist war jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ich gehe halt 1-2 Mal auf Toilette in der Nacht. So, du kannst halt einfach nicht auf Toilette gehen. Dann musst du irgendwo raussteppen und irgendwo in der Wildnis irgendwo pissen gehen, Bro. No. Na, diesen ersten Schritt zu machen. Wie gehe ich ins Ausland? Wie fange ich an? Und ich sag dazu... Vor allem als Frau voll gefährlich. Justine ist crazy. So, aber ihr ist auch noch nie irgendwie was passiert oder so. Weißt du, wie ich meine? Und es liegt auch daran, weil sie das auch, also sie geht auch nicht davon aus, dass irgendwas passiert und sie redet sich das auch ein, in Anführungszeichen. Sie sagt einfach, mir wird nichts passieren und dann wird dir auch nichts passieren. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube sowieso, guten Menschen werden gute Dinge widerfahren, schlechten Menschen werden schlechte Dinge widerfahren. Und Justine ist halt eigentlich auch immer korrekt so, versucht immer irgendwie zu helfen, ist immer nett und das kriegt sie halt dann auch zurück in so einem Moment, weißt du? Such dir einen Ort aus, wie zum Beispiel ich damals, Mallorca 2007. Geh da. Einfach in Busch kacken. Haut's, Tony it out, man. Und dann such dir einen Job. Also such dir einen Ort, such dir einen Job. Wirst du schnell bekommen, glaub mir. Und mit dieser Ausstrahlung, mit diesem, du wirst ja so positiv aufgeregt sein, alles ist neu. Dadurch wirkst du auch auf Menschen ganz anders. Und dadurch kannst du wieder voll, ich sag mal, magische... Situationen oder magische Möglichkeiten in dein Leben ziehen, da du einen ganz anderen Vibe hast. Du vibest dann. Und das wollen wir alle. Diesen Glow, diese Energie haben, wo wir andere Menschen mitreißen. Das können wir nicht haben, wenn wir unglücklich sind. Das geht nicht. Ich muss auch sagen, ich finde auch wirklich ihren Art und Weise, ihren Style, wie sie redet und wie sie die Sachen rüberbringt und so, als ob sie schon 10 Jahre YouTube machen würde so. Deswegen ist es für mich auch die Frage überhaupt, warum da nicht weitergeht. Weißt du, wie ich meine so? Ich finde, das ist schon auf einem sehr guten Level, super Content, kommt super gut rüber, keine Scheißgelaber, keine krassen Verbabbler oder so. Also, Justine, was hält dich auf? Ist es nicht total, wenn man sich das wirklich überlegt, ist es nicht total gefährlich, sage ich jetzt mal so krass ausgedrückt, ein Leben zu leben, das man nicht leben möchte, weil du dich nicht gut fühlst. Und mit dieser schlechten Energie ist es gefährlich für dich. Warum? Weil Stresssituationen oder, sage ich mal, so negative Vibes ziehen wieder negative Momente oder negative Umstände in dein Leben. Das ist gefährlich, weil das möchtest du nicht. Weil du bist hier, weil du... tolle Erfahrungen sammeln möchtest, heißt nicht, dass du jeden Tag happy bist. Also ich bin auch nicht jeden Tag happy. Ich bin zwar manchmal so krass glücklich, dass ich mir so denke, boah, ich könnte jetzt einfach in die Luft springen und jedem Menschen da draußen erzählen, wie gut es mir heute geht, wie viel Energie ich habe. Aber dann gibt es Momente, Leute, da denke ich mir so, what the fuck tue ich eigentlich mit meinem Leben? Ist doch irgendwie doch nicht so geil, wie ich manchmal denke. Das ist normal. Und es passieren auch immer mal wieder irgendwelche Sachen, wo wir denken, scheiße, habe ich gar keinen Bock drauf, fickt mein Leben gerade. Aber das geht auch vorbei. Und deswegen, out, egal, ob du in Deutschland bist, ob du in Spanien bist, in Mexiko, es werden immer wieder Steine in den Weg kommen. Die Challenge ist es, diese zu meistern, nicht aufzugeben, mal in ein tiefen Loch zu kommen und das Gefühl auch zulassen, dieses richtig eklige Gefühl, Traurigkeit und Wut, vielleicht auch Frustration, alles, lass es raus und fühl da richtig rein. Ignorier das nicht. Fühl da rein. Fühle den Man. Richtig drin fühlen, meine lieben Freunde, ja. Hört mal zu, anstatt dir so eine Scheiße in den Chat reinzuschreiben. Ich küsse dein Herz. Und lass es los. Akzeptier das Gefühl, lass es gehen und du wirst sehen, am nächsten Tag scheint die Sonne. So wie nach einem richtig fetten Sturm hier, Tornado in Mexiko, haben wir jetzt Hurricane Season, Leute. Dann, weißt du, schöner Sonnenschein, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dann auf einmal kommt dieser Sturm, vernichtet alles so und tobt sich richtig krass aus.
Ja, und dann wieder 2 Tage später scheint schon wieder die Sonne und alles ist super. Und so ist das Leben. So ist das Leben. Und True. So willst du ja auch öfters gehen. Und so geht es mir auch hier in Mexiko. Aber ich kann sagen, ich lebe mein Leben. Ich fühle mich lebendig. Und darum geht es auch, sich irgendwie so, ja, aufgeregt zu fühlen. Und so, ja, yeah, ich gehe raus in den Tag, mal gucken, was heute passiert. Und neue Ideen und neue Ziele. Und das kannst du nur haben. Also diese neuen Ideen kommen auch nur, wenn du irgendwie lebendig dich fühlst. Also in Deutschland, wenn du so einen Alltag hast und du unglücklich bist, ich rede ja jetzt auch nicht allgemein Deutschland, sondern die Menschen, die in Deutschland sind und keinen Bock haben, in Deutschland zu sein, zum Beispiel. Weil ich jetzt da gibt es viele bin, von. Deswegen sage ich jetzt das Thema mit natürlich Deutschland, kann auch ein anderes Land sein, ja. Egal, wo Menschen sind, wenn die eine Veränderung wollen, sollen sie ihrem Gefühl folgen und es ausprobieren. Du kannst eigentlich nichts verlieren. Du kannst nichts verlieren. Wenn es dir auch eh schon kacke geht und du keinen Bock hast, was willst du dann noch verlieren? Redest du jetzt von, du könntest jetzt dein Sofa und deine Couch verlieren, das in deiner Wohnung steht oder deine Wohnung, die du angemietet hast? Digga, es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende des Tages da zu sitzen und zu sagen, hätte ich mal, wäre ich mal, würde ich mal, so. Also ich sag's euch jetzt schon, Freunde, hört auf euer Herz und wenn ihr immer schon im Gefühl hattet, ihr müsst das Land mal verlassen, ihr müsst mal rausgehen, ihr müsst mal ein bisschen neue Vibes catchen, bisschen was von der Welt sehen, gucken, wie es anderen Menschen auf der Welt geht, gucken, wie es auf anderen Plätzen, Orten in der Welt läuft, dann macht das jetzt so. Wann wollt ihr, hört auf mit dieser Mentalität von wegen, ja, ich verdiene erstmal Geld, wenn ich in Rente gehe, oder. Dicker, es wird immer mehr Verantwortung in euer Leben kommen, es wird immer mehr, ja, es werden immer mehr Sachen in euer Leben kommen, wo ihr dann abhängig seid und es dann nicht mehr so einfach machen könnt, so. Für mich ist das das Beste, was ich machen konnte in dem Alter. Ich war jetzt, wo ich gegangen bin, 30, so, und wenn nicht jetzt, wann dann? In 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie Kinder gehabt oder hätte irgendwie andere Abhängigkeiten aufgebaut oder irgendwelche Verantwortungsvibes am Start gehabt, so, wo ich das nicht mehr hätte einfach machen können, so. Deswegen habe ich mir gesagt, so, jetzt raus und gucken. Jetzt einfach in die Welt raus und gucken. So. Und das würde ich jedem von euch, der das im Gefühl hat, im Herzen hat, empfehlen, bevor es zu spät ist, Dicker. Weil, Bro, es kann wirklich von einem auf die andere Sekunde kann's vorbei sein. So, man, du wirst nie, du kannst dir nie sicher sein, ob du nicht morgen verreckst. Das hört sich jetzt hart an, aber es ist so. Du läufst über die Straße, irgendwie ein Auto sieht dich nicht, boom, du bist weg. So, dann hast du nie versucht, das zu machen, was in deinem Herzen drin ist. Ich lege euch ans Herz, wenn euer Herz, euer Gefühl, euer eigenes Gefühl, nicht irgendein YouTuber wie ich oder so, oder irgendein Rapper, der euch das einredet, sondern ihr selber, euer eigenes Gefühl, darauf müsst ihr hören, bevor es zu spät ist. Es ist das. Das ist kein Verlust. Das ist kein Verlust. Das ist eine Illusion. Und deswegen halte dir einfach vor Augen, wie wertvoll und wichtig diese Erfahrung wäre, wenn du einfach rausgehst und es mal ausprobierst. Das wollte ich dir sagen. Plane nicht zu krass und probiere es einfach aus und du wirst sehen, es wird sich fügen. Dann kommt ein Ding zum anderen. Du denkst dir so, du stellst dir die Frage so, ich sag mal ins Universum, und denkst so, scheiße, wie mache ich das jetzt nur? Wie, ich habe gerade meinen Job verloren, wie kriege ich jetzt, wie kann ich meine Miete bezahlen? Du fragst das Universum, wie kann ich meine Miete bezahlen? Und dann, bam, kommt jemand, du triffst jemanden, ey, was, du suchst einen Job, ey, weißt du was, komischerweise habe ich gerade gehört, da wird gerade irgendwie, die brauchen Leute und so, und du gehst dahin, hey, ja, ich suche einen Job, ja, kannst direkt anfangen, hier, bam, hast du dein Geld. Oder auf einmal, so wie bei mir manchmal, denke ich mir, fuck, wie zahle ich jetzt die nächste Miete, weil ich zum Beispiel mit meinem Airbnb, ich habe ja Airbnb damals gemacht und dann kam Corona und dann konnte ich das nicht mehr machen. Ich dachte, fuck, Alter, wie zahle ich meine Miete? Ich kann nicht auf Saison arbeiten gehen, ich habe mein Airbnb nicht mehr. Ja, und dann kam wieder eine Lösung. Irgendwas kam immer. Dann habe ich ja hier mein 2. Zimmer vermietet und habe keine Mietkosten gehabt. Oder dann habe ich mit Dropshipping angefangen, habe mir da ein bisschen was aufgebaut, habe ein paar Monate Geld verdient. Also irgendwie geht es immer weiter. Ich bin so ein bisschen eine Überlebenskünstlerin. Ich bin jetzt nicht reich, aber ich habe all das, was ich brauche. Tatsächlich, ich habe 2 Autos, ich habe ein Apartment mit 2 Zimmern, 2 Badezimmer, Wohnzimmer im Balkon. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Kamera zur Verfügung. Ich habe so eigentlich alles, was ich so brauche, um mir einen glücklichen Tag zu gestalten. Ich habe allerdings jetzt nicht so viel Geld, um zu sagen, ich fliege jetzt nach Deutschland, sag mal Hallo für 2 Wochen und fliege zurück. Das habe ich tatsächlich gerade nicht. Und das fickt auch so ein bisschen mein Leben. Aber da denke ich mir dann auch was. Ich denke mir einfach, einer schreibt, Bruder, Playa, Tulum, Cancun ist safe. Geh mal nach Guadalajara oder Oaxaca. Warum? Warum, Digga? Hä? Bro, what the fuck, Digga?
Ich bin kein Typ, der irgendwelche Videos machen will. Ich bin in der gefährlichsten Hood von irgendwas so. Nee, nee, Bruder. Vor mir wurde in Tulum einer erschossen, Bruder. Und das war mir gefährlich genug. Das war mir Hood genug. Das war mir Gangster-Shit genug. Ich glorifiziere den Scheiß nicht. Und ich will auch nicht an Orte gehen, wo es gefährlicher ist, Bro. Also so ein Typ bin ich einfach nicht. Weißt du, es gibt ja diese YouTuber, die das gerne machen. Und die sich darauf aufbauen und so und sagen, ich bin in der Hood da, ich bin in der Hood hier und so. Und das ist auch geil. Das ist auch cool. Ich ziehe mir das auch gerne rein. Aber ich bin keiner von den Leuten, die sich extra in so eine Situation reinbegeben, wo es schwer werden kann. Und so. Weil ich bin nämlich auch ein Typ, Digga, der halt auch immer auffällt. Und so, ne? Und ich ziehe so eine Scheiße auch immer irgendwie an. Und so. Deswegen, ich muss da schon gucken. Und so safe, wie du denkst, ist es hier auch nicht, Bro. Es ist immer noch Mexiko so. Und ich höre täglich Sachen. So, ne? Wie schaffe ich es, mir Einkommen aufzubauen, dass ich das alles tun kann? Und man muss einfach die richtigen Fragen stellen. Und genau das ist wichtig, die Denkweise. Denn mit so einer Denkweise kommst du auch weiter. Wenn du nur denkst, ja, das geht aber nicht, weil das, das, das und da 10.000 Millionen Gründe aufzählst und mit der ganzen Welt darüber sprichst, warum es nicht geht, dann wirst du es nicht hinbekommen. Du wirst es dann nicht hinbekommen. Deswegen denk dran, wie wichtig deine Einstellung zu dir und dem Leben ist. Und das strahlst du aus. Und genau dadurch wirst du Situationen anziehen, die genau das bestärken. Und das ist mein Talk des Tages gewesen für dich. Ein bisschen Motivation. Vielleicht hat dir Fühle das ich. was gebracht, gefallen, würde mich interessieren. Kannst du gerne kommentieren, wenn du möchtest. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Das Video war jetzt einfach mal so ein Test mit dieser Kamera. Ich bin gespannt, ob es cool ist. Ich lade es einfach hoch, scheiß drauf. Bisschen hier für euch, dass ihr sagt, ey, vielleicht traue ich mich jetzt wirklich, weil, ey, Justine hat es doch auch gemacht. Wenn die das kann, dann kann ich das doch auch. Genauso musst du denken, wenn jemand anderes kann, dann kannst du das auch. Egal was es ist, ob du eine Million Euro verdienen willst. Ich wollte nie eine Million Euro verdienen, obwohl ich jetzt so ein bisschen schon diesen Gedanken habe, ich will ein bisschen Kohle machen. Ne? Aber das Wichtigste war für mich immer Gesundheit, gute Leute in mein Leben, coole Vibes, Energie, Abenteuer vor allem, deswegen auch Vanlife so ab und zu mal. Ich habe da Bock, out of Comfort Zone zu kommen, dankbarer zu werden, den Tag und das Leben und den Moment mehr zu leben, nicht zu viel in der Zukunft, weil die Zukunft macht uns Angst und hält uns klein und schüchtert uns ein, dann trauen wir uns nichts mehr. Und auch nicht zu viel in der Vergangenheit, weil wir vergleichen oft und dann werden wir traurig und das wollen wir auch nicht. Deswegen so gut es geht, im Jetzt zu sein. Und ja, das ist mein Advice für dich, mein Ratschlag für dich. Und bis zum nächsten Video sehr gerne. Bis dahin, liebe Grüße aus Cancun, Mexiko, Finanzen. Be unique, dabei ist alles Main, fehlt noch am Ende. Haut's? Kamera struggle it out, man. Ich küsse dein Herz, Digga. Also, Freunde, alle mal rein hier in das Video. Lass mal ein bisschen Liebe da. Wir haben jetzt 34 Daumen nach oben. Ich packe das jetzt in unseren Livestream rein und dann will ich mindestens die 100 sehen. Ja? Kriegen wir das hin, habe ich gefragt, meine lieben Freunde. Hannes K.A. hat 5 Euro dagelassen. Ich küsse dein Herz, Hannes. Hannes it in, man. Gib mir die Hannes-Vibes, Motherfucker. Hannessi! So, Digga. Da ist der Link. Rein da jetzt. 100. Ich bleib mit dabei. Ich bleib dran. 34 haben wir jetzt. Jetzt haben wir 47, Digga. 47 sind immer noch keine 100, ja, Freunde. Also, jetzt reißt euch mal zusammen hier, meine lieben Freunde, ja? Müssen wir ein bisschen Support da lassen. Wir müssen jetzt Justine motivieren, dass sie ihr Ding durchzieht. Dass sie weitermacht mit dem fucking YouTube-Shit. Das müssen wir schaffen. Das müssen wir erreichen. Und deswegen poste ich den Link jetzt hier rein. Und deswegen geht ihr alle drauf und lasst da einen Daumen nach oben da. Die hat uns auch krass dabei unterstützt hier mit den Videoblogs etc. Hat immer gute Vibes auch reingegeben in die Livestreams und so. Und deswegen lasst einfach mal einen Daumen nach oben jetzt für die Justine da. Einfach so ein bisschen Liebe verbreiten, Freunde. Kostet nichts. Ja? Kostet nichts. Ist for free. Damit können wir vielleicht einen Menschen motivieren, ja, weiterzumachen, ihr Ding durchzuziehen. Schlitt die Vibes in den Oliver, ich küsse dein Herz, Digga. Schlitten it out, man. 68, Digga. Sehr geil. Sehr geil. Komm, Alter, die 100 kriegen wir doch hin, oder? Es wäre doch gelacht, wenn wir hier mit unseren 200 Zuschauern nicht die 100 voll kriegen, Mann.